Designte Sachen gesehen, Anzeigen, also Bereiche des Grafikdesigns wurden angesprochen und wir haben die Sponsoren genannt bekommen, also digitales Design. Was ist denn so, wenn ihr jetzt sagen solltet, was Design ist, was würde euch einfallen? Ich mache das jetzt mal so ein bisschen ganz kurz, einfach reinrufen, was ist Design? Menschliches Gestalten. Marke. Erzeugt ein Gefühl. Schickes Aussehen. Bringt Botschaften rüber. Kommunikation. Bei dem, was wir gesehen haben, genau. Es sind entweder grafische Sachen oder es sind Objekte. Da denkt man ja auch immer sofort dran. Ja, die Stühle sind designt, der Raum, in dem wir uns befinden, ist designt. Die Fenster, das Licht, diese Kronleuchter aus undefinierbaren Zeiten, irgendwie immer retro, immer wieder gut, sind designt, sind bewusst gestaltet. Einige von euch sind mit dem öffentlichen Nahverkehr gekommen, die Straßenbahn, der Zug ist gestaltet, das Auto sowieso, aber auch das System, ja, also der Fahrplan, damit meine ich nicht den Print, Ausdruck des Fahrplans, sondern das, wie Bahnen fahren, wie sie vernetzt sind, ist Design. Wir gehen ja über einen Bürgersteig, auch der ist gestaltet. Und die Breite des Bürgersteigs hat natürlich Auswirkungen darauf, wie viel Raum wir den Fußgängerinnen geben in dieser Stadt. Das heißt, Gestaltung und Design hat unmittelbar Einfluss darauf, wie wir leben, also auf unsere Gefühle natürlich, aber auch auf unser gesellschaftliches Miteinander. Und wenn ich jetzt, wir haben in Freiburg den Streit auch um den öffentlichen Raum, den völlig berechtigten, wie viel Raum geben wir den Fußgängern, den Radfahrerinnen, den Autofahrerinnen, und das ist natürlich dann eine Frage der städtischen Oberflächengestaltung, und damit gestalten wir eben nicht nur Objekte, sondern Systeme. Und das zeigt eigentlich, wie wirkmächtig Designerinnen in ihrem Tun sind und auch sein können, welches Potenzial in diesem Beruf liegt. Ja? Ein Beruf, der nicht nur Produkte gestaltet, sondern der Lösungen finden muss für alle möglichen Probleme. Ich müsste einmal ins Mikro. Oh ja, super. Aber das Grundding, was, und dann bin ich nämlich auch, und dann können wir auch gleich zu dem Intro kommen, was für mich so war, dass ich dachte, hey, Design ist eigentlich erstmal, Handtasche und so weiter ist ja wirklich aberwitzig, aber es hat so viel Potenzial und so viel Macht. Und das wäre doch ein super Tool, eine super Profession. Das sind Qualifikationen, die wir doch nutzen können für die gesellschaftliche Transformation, die ansteht. Und das war letztlich so der Hintergrund, weswegen ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu befassen. Sonst hätte ich auch gar nicht das sagen können, dass das Design eben Stoff und System ist. Und das war für mich auch der Anlass, dann so einen Filmvorschlag einzubringen. Ich bin freie Autorin, freie Journalistin, freie Regisseurin. Das heißt, dann eine Produktionsfirma zu suchen, in dem Fall dann auch mit Cobalt und Sender, Arte, ZDF, die Schweizer waren dabei, um dann diesen Film zu machen. Und dann ging die Reise ja erst los, weil ich dann einsteigen konnte in diese vielfältige Welt des Designs. Und das Intro des Films, die ersten anderthalb Minuten, können wir ja mal angucken.
LKWs, Mountainbikes, Stiefel und Teekessel. Was haben diese Dinge gemeinsam? Sie sind designt worden, um unser Leben einfacher, praktischer und schöner zu machen. Design ist aber auch der große Verführer. Es setzt Trends und Moden, schafft ständig neue Kaufanreize und befeuert so den Massenkonsum. Design macht sich also mitschuldig an Ressourcenverbrauch und Zerstörung von Umwelt und Klima. Es geht um die ganze Erde und es geht um die Dimension, die man in den letzten Jahrzehnten erkannt hat, nämlich dass Design Auswirkungen auf das gesamte Ökosystem hat, in dem wir uns bewegen. Wie kann Design dazu beitragen, die Probleme der Welt, die es zum Großteil mitverursacht hat, zu lösen? Kann Design eine andere, ja, bessere Welt schaffen? Ja, das ist also das Intro des Films und gleichzeitig auch der Teaser für die Fragestellung, die in dem Film verfolgt wird. Und das ist natürlich erstmal eine Steilvorlage zu sagen, Design ist niemals unschuldig, ne? Weil man damit so einer moralischen Kategorie kommt. Und dieser Vorwurf an Design oder diese moralische Vorlage, ja, die ist natürlich schon in den 70ern, wie vieles andere auch, was uns heute beschäftigt, wenn wir vom Anthropozän sprechen, wenn wir von Klimaerwärmung, von Erderwärmung sprechen, wenn wir von Ressourcenverschwendung sprechen. Das ist natürlich schon gedacht worden in den 70ern, wir wissen das, Club of Rome. Und es gab auch einen Designer und Designlehrer, Viktor Papanek, der eben gesagt hat, die Leute, die gestalten und einfach immer nur sich zum Agenten des Hyperkonsums machen, weil sie eigentlich immer wieder die neuesten Sachen gestalten, der neuesten Moden hinterherrennen und immer wieder befeuern, dass Menschen konsumieren und kaufen, das sind natürlich Designerinnen, die das machen. Die machen sich eigentlich mitschuldig an dem Zustand der Erde. Und er hat damals gesagt, und das war neu oder passte in den Zeitgeist der 70er, er hat gesagt, Designerinnen sind politisches. Design ist ein politischer Beruf. Sie haben Verantwortung für das, was sie tun, weil es so folgenschwer ist. Und deswegen kann man sich nicht rausziehen und sagen, ich bin halt im Idealfall bei VW, um mal nicht hier das Land zu bashen. Und ich gestalte Autos und ich muss mein Geld verdienen. Und mir macht das auch wahnsinnig viel Spaß. Ich gestalte damit auch eine Form, ein System. Eben diese Art von Mobilität, die wir haben, die unsere Lebensgrundlage mit zerstört. Ja. Es ist wirklich eine ganz schwere Debatte und ganz schwere Diskussion. Aber dadurch, dass das in den 70ern schon gedacht wurde und entwickelt wurde. Und im Vitra Design Museum konnte ich die Ausstellung anschauen über Viktor Papanek, bin ich eben auch mit Matteo Gries ins Gespräch gekommen. Und dann hat sich für mich die Frage ergeben, ja, ihr habt das alles schon, es ist alles schon gedacht worden, sagte ich eben auch zu Christian Hiss, ja, es ist alles schon gedacht worden in den 70er Jahren. Wir hätten uns so viel ersparen können, wenn wir die Erkenntnisse damals genutzt hätten. Ja, und es gab auch, man glaubt es kaum, ist auch Thema im Film, ein Kongress, in dem Designerinnen damals sagten, wir müssen aufhören, diesen Hyperkonsum zu befeuern durch unsere Arbeit. Wir müssen aufhören, Ressourcen sinnlos zu verschwenden. Wir müssen die Frage stellen, was brauchen wir zum Leben? Was ist gutes Leben? Also all das, was uns ja heute auch beschäftigt. So, da war dann letztlich auch eine ganz schöne Spur gelegt in die Geschichte, also in die Zeitgeschichte. Und dann ging es darum, wie ist der Stand heute? Ja? Also in dem Film könnte man auch etwas über Papanek erfahren, über die Ausstellung, über Menschen, die sich mit ihm befassen, die auch ganz radikal sagen, es ist genug Stoff in der Welt, ja,
wir jede Woche, das kann man sich gar nicht vorstellen, jede Woche wird Biomasse auf der Erde verbraucht, die so viel wiegt wie jeder einzelne Mensch von uns. Das heißt, wir verwandeln permanent die lebendige Erde in tote Materie. Wir bauen und wir produzieren, wir zerstören Wälder oder... Also wir transformieren ständig, noch ständig zum Negativen. Ja, in einem rasanten Tempo. Und es gibt Leute, die sagen, warum ist das eigentlich so? Warum kann man mit den Rohstoffen nicht anders umgehen? Also zum Beispiel wird 5% der Weltbevölkerung benutzen, verschwenden, verbrauchen, um mal nicht gleich so parteiisch zu sein, 5% der Weltbevölkerung verbrauchen 25% der Rohstoffe. Ja. So, und dann wird aus, sagen wir, Recycling, wir packen ja auch alle schön in gelbe Säcke, aber das hat noch nicht mal einen Anteil von 12% in der Güterproduktion. Ja, und dann gibt es auch Designerinnen, die sagen, wir müssen eigentlich für jedes, es muss reparierbar sein, das fordern wir ja auch, und jedes Produkt, wenn wir schon noch Gegenstände gestalten, wenn wir Häuser bauen, braucht eigentlich ein Materialpass, in dem drin steht, in diesem Haus wird vorübergehend, solange es besteht, so und so viel Metall verwahrt, so und so viel Sand. Oder wenn es schon ein Auto sein muss, so und so viel Metalle in so einem Handy steckt das und das drin, Lithium, Kobalt. Und das kann ich sehen, dass, wenn ich etwas erwerbe, habe ich diesen Pass dabei. Und kann natürlich sehen, okay, diese Rohstoffe sind da drin und wenn das recycelt wird, kann man natürlich genau sehen, was drin ist. Sachen, die super einfach sind, die man wirklich machen könnte, um die ganzen Rohstoffkreisläufe effektiver zu gestalten, die aber nicht gemacht werden, weil politisch der Druck nicht da ist. Also man kann sagen, wir haben mal geschafft, dass Rauchen verboten ist im öffentlichen Raum. Das ist so eine Sache, wo Ordnungspolitik gegriffen hat. Aber in dem Fall ist es so, dass ganz oft Lobbyverbände dagegen sind. Man hat ja auch Lust, in Minen irgendwie die letzten Rohstoffe aus der Erde zu kratzen. So das als Hintergrund. Das war die Folie, vor der ich gearbeitet habe. Und dann habe ich mir den Friedrich von Borries gesucht, der eben auch den Transformationsdesign lehrt, der also Architekt ist, der Autor ist, der Lehrer ist, Hochschullehrer. Und der sagt, wir müssen dieses kreative Potenzial der Designerinnen und Designer nutzen, um die Transformation der Gesellschaft zu gestalten. Wir müssen also, wenn einer sagt, ich bin Mobilitätsdesignerin, der soll eben nicht mehr Autos designen, sondern Systeme von Mobilität, die nachhaltig sind. Also den Begriff einfach wenden, so dass er für die Transformation der Gesellschaft trägt. Und das ist natürlich prädestiniert dafür, weil Designerinnen eben dieses hohe kreative Potenzial haben und Probleme lösen können. Die tüfteln ja sonst alles Mögliche aus. Dann können sie auch mit diesem Know-how genau diesen schwierigen Prozess der Transformation gestalten. Zum Smartphone, deswegen habe ich es hier jetzt nochmal in der Hand, hat er ja in dem Film auch wirklich, es weiß jede von uns, die hier ist. Trotzdem, es ist so eindrücklich, dass mich immer wieder Leute darauf angesprochen haben nach dem Film. Also eine super designte Oberfläche, ne? Wir müssen keine Knöpfchen mehr drücken, das geht alles per Touch. Und wir, bei dem nicht, aber beim iPad, man kann wischen. Es ist ein cooles Design, sieht auch echt cool aus. Meins natürlich nicht, weil es uralt ist, Thema Nachhaltigkeit. Und aber das, was auch designt ist, ist natürlich das, was da drin ist. Ja, dass ich getrackt werden kann, dass ich im Zweifelsfall abgehört werden kann. Und dann als gesellschaftliche Verabredung, die hat doch ihr Handy mit, die kann ich doch erreichen, dass ich überall erreichbar bin. Ich gehöre noch zu der Generation, die analog aufgewachsen ist. Ich war auch mal weg. Und da war ich nicht erreichbar. Und das fühlte sich echt ganz gut an. Ja? Und gerade, weil viele von euch ja auch freiberuflich sind, das ist auch ein Fluch. Es ist cool, wenn man irgendwo chillen kann und dann macht man noch schnell 2, 3 Jobmails. Aber es ist eben auch ein Fluch, weil es erwartet wird.
ja, dass man immer erreichbar ist. Und das verändert ja auch unsere ganze Denkweise. Deswegen müssen wir auch alle im Moment immer wandern gehen oder so, weil wir das Gefühl haben, wir müssen irgendwie uns körperlich und als Teil der Natur spüren und nicht mehr so als Anhängsel von Computern. Also mit Friedrich von Borries gab es ganz grundsätzliche Debatten und dann bin ich konkret in die Design, bin ich ganz konkret zu Designerinnen gegangen. Eine war Marjan von Aubel oder ist Marjan von Aubel, aus eine Solardesignerin aus Amsterdam, die eine Vision hat von einer Solardemokratie, die eben sagt, es muss mehr möglich sein als nur die blauen Paneele auf den Dächern, die auf Effektivität ausgerichtet sind, sondern die hat eine schöne Lampe gestaltet, die man ins Fenster hängen kann, die Rückseite nimmt das Licht auf, ist beschichtet, produziert Strom. Dafür hat sie gerade einen Designpreis bekommen. Es ist also ein Objekt. Sie arbeitet mit bunten Folien, die eben wie die blaue Photovoltaik so beschichtet sind, dass sie Strom erzeugen. Nicht so wahnsinnig effektiv. Damit hat sie Fenster gestaltet und unten sind so kleine USB-Buchsen. Da kann man dann sein Handy oder auch sein Computer laden, weil so viel Strom durch die Fenster, also hier jetzt nicht, weil da kein Licht ist, ja. Aber vorne könnte man das machen. Sie ist gerade in Dubai, auch nicht der Hort der Nachhaltigkeit. Und da ist große Expo, verschoben vom letzten Jahr. Und Architekten aus Holland haben einen Raum gestaltet, der wie ein Gewächshaus funktioniert, in dem eben Gemüse angebaut werden kann in der Wüste. Und durch die spezielle Raumgestaltung auch sich Tau, also Feuchtigkeit, bildet, das aufgefangen wird zum Bewässern, und sie hat das Dach gestaltet, sodass das, was an elektrischer Energie benötigt wird, durch dieses bunte Dach, was sehr schön ist und dem Ganzen die Anmutung einer Kathedrale, oder also es ist ein sehr erhabener Raum, gibt, wird der Strom erzeugt, der eben für dieses Gewächshaus benötigt wird. Und das sind so ihre Visionen, dass auf Häusern in den Städten, auf höheren Häusern, Gewächshäuser stehen, kleine, in denen Menschen ihre Gemüse, also was wie Urban Gardening funktioniert, oder auf den Dächern, dass man kleine Gewächshäuser hat, die mit dieser Folie beschichtet sind, dass man da den Strom erzeugt, um sein Gemüse vor Ort zu erzeugen, wenn man das denn braucht, weil man nicht in Breiten lebt, in denen es im Winter auch mal eben kalt sein kann. Und dieser Gedanke, dass man wegkommt, es gibt inzwischen Leute, die sagen, warum, wenn wir schon neue Quartiere bauen, man könnte auch in dem Material, das man verbaut, auf den Bürgersteigen, die könnte man so gestalten, dass man damit Strom erzeugt. Auch das wird diskutiert, wird auch schon umgesetzt. Man kann Schaufenster alle mit bunten, also so, das sind transparente Folien, die geben dem vielleicht so einen leichten Rosé oder Hellblau, je nachdem, Touch. Und da könnte man so viel Strom erzeugen, dass alle Leute da ich muss das jetzt wegmachen, das brummt und summt. Ich wollte es ja nur zeigen. Dass das aufgeladen kann. Also Marjan von Aubel, die auch, wie gesagt, auf Ästhetik Wert legt, hat einfach diesen Gedanken ganz anders gefasst. Das hat mich daran interessiert. Die ist Mitte 30, Ende 30, und fand das toll, so als mit ihrem eigenen Studio. Die andere Frau in Helsinki ist Julia Lohmann. Die hat, als sie in England studiert hat, das Department of Seaweed gegründet. Also das hat sie auch so genannt, um zu sagen, ich arbeite mit Algen und allem, was das Meer so hergibt. Und ich mache das jetzt so richtig offiziell, ja, wie so eine Behörde, weil ich will, dass das eine Wirkmacht hat. Und die hat natürlich, sie ist auch im Grenzbereich Design, Kunst, sie hat Artefakte konstruiert, man könnte jetzt sagen Lampenschirme, Paravents, um es praktisch zu machen. Sie hat aber auch riesige Skulpturen, die den Raum füllen würden, aus Algen gebaut, die begehbar sind, um dieses Material einerseits zu erforschen, was damit möglich ist, aber andererseits, um es auch bekannt zu machen. Mit Algen wird ja alles Mögliche inzwischen schon gemacht.
warum ich die Frau ausgewählt habe, weil das sehr schön natürlich zu filmen ist. Aber sie arbeitet an der Uni, hat einen Lehrauftrag für angewandtes Design und sie arbeitet interdisziplinär. Und das ist eigentlich das, was heute auch zunehmend passieren muss und auch passiert, dass natürlich alle Gewerke mit ihrem speziellen Know-how zusammenkommen. Ne? Dass sie sagt, wir arbeiten mit Naturfarben. Wir haben also ein Blau, was dem Indigo ähnlich ist, das Färberwei. Aber wir müssen noch gucken, wie sich das anwendet, ob sich das auswäscht und wie das überhaupt auf die Textilien, welche Textilien nehmen wir noch, zu bringen ist. Und sie gucken, wie im Meeres, also jetzt Algen und wie das genutzt werden kann, ohne dass man jetzt wieder so massiv eingreift in diese Biosphäre, dass dann natürlich alle Algen, wie jetzt mit dem Holz, ne, dass plötzlich alle Algen verschwinden, die braucht das Meer ja, um sich zu regenerieren. Also auch da immer diesen Balancegedanken mitzuhaben. Deswegen arbeitet sie mit Meeresforschern zusammen, Meeresforscherinnen und Stichwort war für mich das Interdisziplinäre. Und dass wir viel zu wenig geguckt haben auf das, was in dem Kreislauf von Natur möglich ist, sondern wir haben eigentlich immer, sind immer davon ausgegangen, dass wir, ich hätte gern einen zweiten Film gemacht, der so ist, wie macht euch die Erde untertan. Also wir haben immer uns gesehen so als Krone der Schöpfung und dass die Erde nur dazu da ist, dass wir sie benutzen und im negativen Sinne transformieren. Und da einfach eine andere Perspektive hinzukriegen und zu sagen, ich bin Teil dieser Erde, die Erde kann ja ohne mich existieren, die braucht mich ja nicht, ja. Aber wir nicht ohne die Erde und die Art, wie wir produzieren, auch wie wir Landwirtschaft betreiben, wenn wir Güter produzieren, dass das Teil dieses Kreislaufs sein muss. Sonst zerstören wir unsere eigene Lebensgrundlage. Ja. Das war immer so die Matrix, vor der ich geschaut habe. Dann auch ziemlich spannend, ein Bereich des Designs, des Critical Design, das sind Leute, Superflux, mit denen habe ich gedreht in London. Die waren jetzt auch auf der Design Biennale in Venedig vertreten. Und das Critical Design ist so, dass sie, die bauen alles selber. Die haben zum Beispiel, als ihr Sohn 5 wurde, gesagt, wenn der so alt ist wie wir, in was für einer Welt wird er leben? Die haben also so ein utopisches Moment gehabt, haben dann eine Wohnung, oder dystopisch muss man eigentlich sagen, haben eine Wohnung konstruiert, wie die in 30 Jahren aussehen könnte. Selber gebaut, möbliert und haben dort natürlich Tanks, in denen sie Pflanzen, also Bassins, in denen sie Fische halten, mit deren Ausscheidungen wieder Pflanzen genährt werden. Also im Kleinen das, was im Großen langsam anfängt oder was in anderen Kulturen schon lange gemacht wird, ja, dass man einfach Symbiosen schafft, die sich positiv ergänzen. Und bei denen ist es so, dass sie auch natürlich Eiweißproduktion aus Insekten und Maden, die man selber züchtet, was man auch alles prima essen kann. Und eine Welt draußen, in der, es gab mal früher so einen Greenpeace-Imagefilm, in die man eigentlich ohne Maske nicht mehr gehen kann. Ja, und dass sie aber sagen, aber das utopische Moment ist dann, dass die Menschen sich gegenseitig helfen und sich natürlich an den Kopf fassen und sagen, warum, wie konnten wir es so weit kommen lassen? Ja, und das ist sehr eindrücklich und das Wir schließt nicht nur uns Menschen ein, sondern das schließt auch andere Entitäten, könnte man sagen, also sowohl die Tiere, die Pflanzen, aber den ganzen bewohnbaren, belebbaren Raum ein. Das ist so das, was dann auch nochmal einem klar wird. Ja. Und noch ein, was ich noch mitgeben möchte, wir haben jetzt ja Koalitionsverhandlungen und wir haben ja mitgekriegt,
dass CO2-Bepreisung jetzt diese entsetzliche Preiserhöhung also genau dazu führt, wozu sie führen soll, nämlich zu bewirken, dass andere Formen der Energieerzeugung, regenerative Energieerzeugung, sich überhaupt rechnet und alles stöhnt. Und wir müssen natürlich auch den Rohstoffverbrauch bepreisen. Es muss alles teuer werden, damit es werthaft wird und geschätzt wird. Nur dann werden auch die die Kreisläufe des Recyclings wirklich stärker beachtet. Im Moment lohnt es sich eher, Rohstoffe zu verbraten, als sie zu recyceln. Das ist dramatisch. Ja? Und da ist die Politik der Hebel. Und da müssen wir uns als Zivilgesellschaft viel stärker einbringen. Und da gibt es eine ganze Palette von Möglichkeiten und Forderungen. Und die haben alle mit Design zu tun, weil wir alles gestalten, ja, unseren ganzen Lebensraum. Und auch wenn wir Objekte gestalten wollen, ich weiß nicht, ob jetzt explizit Designerinnen hier dabei sind, dann müssen wir eben auch gucken, wo kommen die Rohstoffe her, ne, mit denen wir da arbeiten. Es gibt in Karlsruhe eine Ausstellung, die Bruno Latour mit kuratiert hat. Die läuft noch bis Januar. Also das würde ich euch allen sehr ans Herz legen. Critical Zone heißt die. Und Bruno Latour ist ein Wissenschaftstheoretiker, Soziologe, Ethnologe und ein französischer Denker, auch Philosoph, der Brücken baut zwischen Kunst, Design und Gesellschaftstheorie und Politik. Und was ich daran so faszinierend finde, der hat auch Einspielfilme, da gibt es eben auf dem Boden inzwischen Roboter, die ernten Manganknollen und zerstören einfach die ganze Unterwelt. Und es interessiert niemand, es wird gemacht, es findet statt. Ja. Also die umfassende Vernichtung für die, würde ich jetzt mal sagen, menschliche Gier zu besitzen und sich Dinge anzueignen, die findet statt, egal wie wir jetzt auch in Deutschland wählen oder nicht so gewählt haben, wie wir es vielleicht hätten tun sollen, wie auch immer. Ja. Aber das ist das, was man da in dieser Ausstellung mitnimmt. Also man ist nicht nur gefrustet, sondern man kriegt auch eine Kraft und vielleicht auch, und so würde ich auch gerne enden, eine Bestätigung, dass das, was man möglicherweise denkt und was man auch politisch gut begründen kann, dass das der richtige Weg ist. Ja? Und dass man sich nicht beirren darf, dass man sich zusammentun muss und gerade junge Menschen sich zusammentun müssen, wenn sie als Designerin arbeiten möchten, gucken, wo kann ich mit meinem Potenzial Sinnvolles tun? Ja, um diese gesellschaftlich nötige Transformation zu gestalten. Und dass jeder in seinem Bereich, jede in ihrem Bereich, dann wenn ich noch mal einen Beruf erwählen würde, würde ich vielleicht auch das mit dem Designstudiengang mal versuchen, weil ich glaube, das ist ein echter Hebel. Und weil wir müssen ja das verführen, ja, dass du irgendwo hingehst und denkst, wow, ist das cool, das möchte ich haben. Dieser Gedanke des Verführens, der wohnt ja dem Design auch inne. Und den müssen wir natürlich für unsere politischen Ideen, wenn wir welche haben, mobilisieren. Wir müssen also ein nachhaltiges Leben attraktiv machen. Ja? Wir müssen die Upcycling und attraktiv machen. Und auch, gut, also... Das war ein Auftakt. Geht aktiv in den Tag. Vielen Dank.